So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Und es steht dann im Pokal jetzt das Duell mit der mit Leipzig an. Und gegen die haben wir ja vor kurzem in der Liga noch gespielt, und zwar zu Hause. Da gab es ja dieses 2 zu 4, diese 2 zu 4 Niederlage. Jetzt mit dem Unterschied, jetzt spielen wir auswärts. Und da wollen wir natürlich anknüpfen und ja, im Idealfall natürlich jetzt in die nächste Pokalrunde einziehen, weil sonst ist es definitiv klar, dass wir nur über die Liga ins internationale Geschäft einziehen könnten. Aber jetzt hier ist natürlich wieder die DFB-Pokal zu holen und danach treffen wir direkt auf die Bayern. Also, das gibt jetzt zwei Mega-Bombenspiele hintereinander und ja, gucken wir mal. Das ist die Aufstellung der Leipziger und viel hat sich auf jeden Fall geändert. Und bei uns nicht so viel. Ich werde mit der Startelf vom letzten Spiel reingehen. Dieses 1 zu 3 gegen Bayer Leverkusen hatten wir. Naja, gut. Gucken wir einfach mal. So, geht es gleich weiter. Auf geht's. Gehen wir rein ins Match. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Und dann auch Spieler noch sein, auch ausgerechnet noch in wenn der Red er die Bull Arena. letzten Also, drei einfach Spiele wird's nicht. konnte er drei Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Hallo und herzlich willkommen in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. RB Leipzig gegen Schalke 04. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird's langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Der aus dem Punkt in der Liga, der Richarlison, der 26er, der hat uns ja im Ligaspiel drei Stück eingeschenkt. Also da müssen wir höllisch aufpassen. Und mein Ziel ist es, definitiv in der Winterpause dann die Olmo zu verpflichten. Aber das hinkriegen weiß ich noch nicht. Über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. Naja, gehen wir rein ins Pokalspiel. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale und da wollen wir auch hin. Moment erfolgt das Achtelfinale im deutschen Pokal. Es läuft. Viel Spaß dabei. Also einfach wird es definitiv nicht. Das kann ich euch jetzt mal versprechen. Das ist ganz klar. Amadou Haidara. RB wird definitiv keine Laufkundschaft sein. Die werden wir nicht im Vorbeigehen mal eben mitnehmen. Sie geben den Ball bis jetzt Mal wieder. gucken, jedenfalls. Ja! Und das ist dann der 1-0-Treffer. Aber auch im Ligaspiel gab es dieses ganz frühe 1 zu 0 nach 4 Minuten. Und genau so geht es jetzt los. Das ist der Nil Rosson. Ja, Fehler an der Formation der Leipziger. Und dann dieser, dass man dazwischen kam. Und dann dieser Pass nach vorne rein. Und Nil Rosson 1 zu 0. Keine Chance für Gulaschi im Tor der Bullen. Aber wie gesagt, das 1-0 jedenfalls schon mal erzielt. Zweites Pokaltor für den niederländischen Nationalspieler. Also 5 Minuten rumgespielt. 1-0. Und jetzt schauen wir mal, was wir diesmal verteidigen können. Und jetzt haben wir ja verloren gegen Bayer Leverkusen. Da wollen wir natürlich wieder bisschen wieder gut machen, holen. Letzte Spiele waren allgemein nicht so gut, was gerade was die Heimspiele betrifft. Gegen Hamburg unentschieden, gegen RB verloren. Davor dieses Unentschieden gegen Mainz. Also, naja. Schade, der wäre fast drin gewesen.
Puh, die erste große Chance der Leipziger. Ciao. Ach, was war das denn? Da kam ein Latzer überhaupt nicht hinter mir, nicht mehr rein und da überhaupt nicht mit, wie auch immer. Ja, ja, ja. Bouge Lapp und der sieht direkt gelb und das ist die richtige Entscheidung, weil das war schon ein Foul, leider auch vielleicht auch so, was alles passieren können, aber naja, wie immer so. Ach, das war doch ja nicht. Was gibt die nächste gelbe Karte? Und der zweite Sechser geht auch. Nee. Alles gut. Der Kapitän diesmal nur mit der Verwarnung. Also aufpassen. Nach 16 Minuten schon zwei Fouls. Der geht rüber. Alles ist gut. Abschluss. Na, das haben wir gerade schon. Da hat nämlich. Jetzt machen wir es. Bella Kotschab, ja, auch schon gelöst. Und dann dieser Ball auf den startenden Marco Richter. 2-0. 20. Minute. Ja, wie gesagt, diesmal passte der Ball da. Den ersten da wollte schon genauso spielen. Den ersten Mal genauso geplant, eigentlich auf die Außen. Da konnte der Stürmer dann noch dazwischen gehen. Aber diesmal der zweite passte dann. Kein Abseits übrigens von von Alario. Lukas Alario, der im passiven Abseits steht. Und damit ja, steht es auf jeden Fall schon mal 2-0. Ja, wieder Ballverlust der Leipziger, der nächste. Und das kann das nur ein ob das gelb reicht, ob da glatt rot fällt. Gelb. Sein Glück war, dass da noch ein zweiter dazwischen stand. Sein Glück war, dass da noch ein zweiter Mann daneben stand, sonst wäre es nämlich glatt rot gewesen. Also. Die kurze Variante jetzt. Schön gemacht. Latzer. Dani Latzer. Ecke. Das wird hier Ecke geben. Ecke kommt, Alario! Ja, wartet einen Moment. Ja, das ist das Problem. Jetzt. Steigespiel. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Tyler Adams. Richarlison. Schade. Und das war zu vorhergesehen, der Ball. Pirosum. Der Torschütze zu Mainz 0. 34. Die Flanke. Kurze Flanke. Ja. Ja, gibt Ecke. Nimmt die Ecke mit. Ecke in den Strafraum. 3-0. Lucas Alario, 35. Minute. Zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. So, auf jeden Fall erstmal 3-0. Das ist erstmal ein relativ komfortables Ergebnis. Also man hat die Chancen, man nutzt die Chancen. Man zeigt dem Gegner, okay, das in der Liga war halt, hat er gemacht, okay, aber im Pokal läuft das für uns. Kolasinac, nächster Ball, wobei ein Jekyll, der überhaupt nicht da in den Zweikampf kommt. Kolasinac hat freie Bahn eigentlich.
Oh, das ist das 4-0. Den lassen sie einfach mal von hinten durchlaufen. Ja, keiner kommt hinterher, keiner kommt hin, alle gehen in die Mitte, Alario. Hinten im Rückraum Kubilanski. Ja, aber egal, er macht es dann einfach selber. Und damit sollte eigentlich das Viertelfinale schon fix sein. So, dann kann ich gleich zur Pause mal den noch den meinen Sechser rausnehmen, jetzt voll er hier mit Gelb-Rot vom Platz weg. Und der nächste Mal vor der Leipziger, diesmal ist er aber... Richarlison. Diesmal ist er nicht bestraft worden, aber der hier, mal schauen, der nächste, also... Ah, das war gut aufgepasst, der war wichtig, weil der nächste sonst durchgemarschiert wäre da außen. Und hier der nächste, den Rose, und damit ist Pause. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das Ding hier ist eindeutig bisher. Es steht 4-0. Wir halten fest, zur Pause sind sie raus. Da muss jetzt was kommen. Ja, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden garantiert nochmal alles mobilisieren. Da bin ich mir sicher. Super Pass. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, 4-0. Das ist eine mega Überraschung. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, persönlich. So, jetzt kann ich Bujelab rausnehmen, weil das ist aber auch eigentlich nur eine taktische... Das ist auch nur eine taktische Variante. Ah, ich habe Banks nicht dabei. So, da wechsle ich jetzt Kutucu mal ein, der nämlich auch noch mal ein bisschen was probieren kann. Aber wie gesagt, das ist auch einfach nur jetzt gerade ein bisschen, ja, zwischendurch schonen und Schalke liegt hier vorne, war ein guter erster Spielabschnitt. Zwischen schonen einfach nur, um ein bisschen Kraft tanken. Man hat ja, wie gesagt, ziemlich komfortabel mit 4-0. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit weiterläuft. Oh, schön gemacht, den zwei Mann stehen lassen da mit der Aktion. Und wieder Richter, wie nicht cooler sieht er schon, hat er da eins. Aber diesmal den Fehler gemacht, diesmal nicht direkt abgeschlossen, sondern versucht ihn nochmal zurückzulegen und ja. Der Ball kommt, der RB Leipzig bald durch. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Leipzig, dann geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Leipzig reist nach Frankfurt und wir haben die Bayern als nächsten Gegner. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Oh, schöner Ball da. Guter Pass. Oh, Weltklasse Ball. Kriegt er den? Ja, kriegt den. Und das hält Gulaschi und dann wäre es eigentlich so, würde, hätte ich fast gesagt, das ist definitiv die Entscheidung. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Ach, Glück gehabt. Für RB da ist dieser Ball nicht. Richarlison. Nicht durchkommen. Wieder der Ballverlust. Also der nächste, der... Also die leisten sich so viel Ballverluste da vorne in den Vorwärtsspielen. Nächster Ball. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt kommt der Ball. Kolasinac. Sead Kolasinac. Schön. Ah! Da fehlen nur Zentimeter. Embolo jetzt. Unai Núñez. Nächster Ballverlust. Also da passiert momentan, ich glaube, so viel Ballverluste, die Leipziger sich momentan holen, ist das Thema. Und das wäre hier die nächste Niederlage. So. Ja. Genau, jetzt geht der Lindelöf raus, der hat nämlich gelb gesehen und ja, das ist die nächste Schutz, nur eine Schutzvariante, jetzt wollte hier einer mit Gelb-Rot vom Platz gehen. Das RB wird wahrscheinlich ausgeschieden sein, hier dieses 0-4.
Dafür machen die Schalker zu viel, dafür leisten sich die Leipziger einfach viel zu viele Fehler. Und hier ist der nächste gegen Bostoan. Und da ist einfach viel zu viel Platz. Und das war nur Glück, dass der Keeper daran noch rauskam. Sonst wäre das hier das nächste gewesen. Also wie gesagt, das sind immer mal wieder die Schalker leisten gerade so, nutzen gerade die Chancen nicht. Jetzt. Bah! Und wieder Kolaschi, der einfach nur wirklich einfach ein Schlimmeres verhindert. Hier das 0 zu 5 eigentlich sogar noch verhindert. Und dann solch ein Abstoß. Was macht er drauf? Mach mal selber. Diesmal liegt er nicht quer. Diesmal macht er dann endlich. Und das Mal war auch der Keeper machtlos. Die 77. Minute. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So, also wie gesagt, das Tor ist gefallen, das nächste Tor und hier steht's 15-0. Und jetzt kann man den letzten Wechsel noch vollziehen. Eben. Dann bringe ich noch den guten Flo Krüger, der für Marco Richter kommt, der auch viel gemacht hat. Ich frage, ob die Schalke auf das halbe Dutzend noch gehen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Oder ob sie jetzt sagen, ja, das reicht irgendwann mal auch. Ja, schöner Ball auf Becker. Schalke jetzt über außen. Timo Becker. Wird Ecke geben. Gibt aber nur Ecke noch. Richter ließ auch heute mal überhaupt nichts zu sehen von ihm. Ecke kommt. Ah, kein Abseits, sagt er. Da ist er alleine durch. Und die Balleroberung, wichtig. Super gemacht, den klärt er hervorragend. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Ah, Glück gehabt. Ja, guter Ball. Und jetzt hat man Abseits sogar noch. Abseits sogar noch. Ja, so oder so, es ist Abseits. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch 1 Minute oben drauf. Ja, den kannst du auch noch laufen lassen. Also Feierabend hier. Man zieht es locker ohne Probleme ins Viertelfinale ein. Sie können sich hier durchsetzen, können überzeugen und das stimmt zuversichtlich für die nächsten Runden. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ist das Ding durch. Man steht ohne Probleme in der nächsten Pokalrunde. Und darf sich jetzt auf das nächste Duell freuen mit dem FC Bayern München. Und da hat sich übrigens 0,0 Chance, nicht mal einen Torschuss gehabt. So, das sind die anderen Ergebnisse. Eben kurz mal rein. Wie gesagt, das Duell mit RB habe ich ja gesehen, habe ich ja gezeigt. Bayern ist weiter, Gladbach ist weiter in Hamburg. Union unterliegt der TSG Hoffenheim. Und Mainz gegen Freiburg 1-2. Und die anderen Partien, die werden noch laufen. Oder, also werden sie noch angezeigt. Also mal gucken, wer der nächste Gegner dann im Viertelfinale ist. Da wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Diesmal wollen wir nämlich Richtung Halbfinale und Finale gehen. Und dann das Ding gewinnen. Also 3 Siege noch. So. Jo, liebe Leute. Dann sind wir auch schon durch für heute.
Ich würde ja mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann treffen wir auf den großen FC Bayern München. Sollten wir das Ding gewinnen, sind es auch nur noch 5 Punkte Rückstand. Na, sollten wir aber verlieren, sind es 11. Naja, mal gucken, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play FIFA 21.